Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich die Sommeredition von der My Little Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesen beiden Taschen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Immer zum Sommer hat die My Little Box eine kleine Sommerpause. Das heißt, Juli und August werden zusammengepackt. Im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich ziemlich cool. Und ja, genau, dann haben wir quasi doppelter Wert, doppelte Box und wir bezahlen natürlich auch das Doppelte, ne? Also es wird quasi zweimal die 17,90 Euro pro Box quasi abgebucht und wir erhalten dafür aber eine, ja, etwas praller gefülltere Box, sage ich mal. Genau, es wird dann auch gerne einfach in einer großen Tasche oder so geliefert und jetzt haben wir hier My Little Box x Albertine, so ein Zweiervieh, das gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Ich bin ein bisschen nervös, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe richtig Bock reinzugucken. Genau, ich bekomme es in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um es dir vorzustellen. Vielen, vielen Dank an die liebe Stefanie und das ganze My Little Box Team und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne an der Verlosung teilnehmen, die hier in diesem Video stattfindet. Alles, was du dafür tun musst, um eine My Little Box zu gewinnen oder halt eine Doppelausführung, dann schau einfach, das steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, warum bin ich so aufgeregt? Ich habe heute das erste Mal ein Video geschnitten mit meinem neuen Videoschneideprogramm. Ich weiß nicht, ob ich das bei diesem Video auch hinkriege, weil die My Little Box Unboxings muss ich immer relativ schnell machen, damit ihr die auch wahrscheinlich morgen schon direkt sehen könnt. Ja. Aber ich bin halt aufgeregt, weil es so gut funktioniert hat. Yay! Und egal, ich laberababa, rampampam, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ich dir zu viel erzähle, einfach die Timestamps weiterhüpfen. Normalerweise erscheint die My Little Box einmal im Monat, also so ungefähr zum Anfang des Monats. Und wir haben hier tatsächlich immer so ein bisschen was Extravagantes drin. Denn wir haben nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch so Lifestyle-Artikel mit dabei, die immer ein bisschen schwer zu bepreisen sind. Also auch wenn ich den Wert der Box ausrechne zum Beispiel. Aber irgendwie kriege ich es dann doch hin, ne? Das große, weite Internet hilft mir dann meistens. Diese Taschen fühlen sich übrigens richtig gut gerade an, deswegen kann ich sie kaum aus der Hand lassen. Mein Handy vibriert. Und wir haben auch dieses Mal wieder so einen Flyer dabei oder eine übergroße Postkarte. Dear Summer, stop showing off. We get it, you're hot. Okay, stop showing off. Okay, also lieber Sommer, versteck dich nicht mehr. Wir haben es verstanden, du bist heiß. Also wie man sieht, ne, ich trage jetzt auch wirklich gerade ein sehr entspanntes Oberteil. Ich trage auch heute kein BH, weil ich habe Schmerzen. Ich habe mich, ich habe am Wochenende mal wieder Unkraut gezupft im Vorbeet. Wie das so oft bei mir passiert, ungefähr einmal im Jahr. Ich habe mir den Rücken verbrannt, aber alles ist gut. Deswegen, der muss halt frei sein, ne? Und immerhin habe ich Kleidung an. Das ist auch schon mal was, ne? Genau, ja. Ich bin aber sehr gespannt, was ich jetzt hier in diesem... Oh Gott, was rede ich hier, ne? Alles gut. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Wir haben, wie gesagt, zwei Taschen, die halt einfach praktisch zur Aufbewahrung, zum Verreisen oder zum Weiterverschenken sind, finde ich. Die fühlen sich sehr, sehr gut an. Das ist halt so stoffmäßig. Und Albertine ist auch eine Marke, die so recht hochpreisig ist, sage ich mal. Und dann freue ich mich immer, wenn die My Little Box mit solchen Marken kooperiert, damit wir als Abonnentin dann auch so ein bisschen in diesen Genuss von ein bisschen Luxus zu kommen. Ne? Claudia, mach mal das erste Ding hier auf. Okay, ja, die sind per Reißverschluss verschlossen. Man kann die theoretisch auch auseinandernehmen, weil hier sind so Druckknöpfe dazwischen. Das finde ich auch praktisch. Wenn du halt wirklich nur ein Wochenende verreist, dann nimmst du die eine mit. Wenn du zwei Wochenenden verreist, dann nimmst du beide mit. Total geil. Okay, so, die erste enthält wahrscheinlich eher so die, da sind aber auch Beauty-Produkte drin. Okay, bunt gemischt. Walking on the Sun, My Little Box x Albertine. Hier haben wir ein Produkt drin, was in Kooperation mit Albertine entstanden ist. Okay, bin ich gespannt, was da wo drin ist. Ich habe es zerrissen. Das ist immer so eine blöde Sache, ne? Ach, ich mache immer alles kaputt. Huch. Okay, das ist so richtig so zum Aufklappen, ne? Das ist interessant. Ah, da steht sogar was drin. Das möchten wir uns durchlesen. Das ist Französisch. Wir gucken mal auf die deutsche Seite. Deine oder eine Kette für alle Gelegenheiten. Dieses feine Accessoire ist ein fleißiges Lieschen. Während eine andere... Während deine anderen Schmuckstücke einfach nur faul in der Sonne glänzen wollen, hat diese Kette eine echte Mission. Deine Sonnenbrille nicht aus den Augen lassen.
Okay. Vorbei sind die Tage, an denen sich dein wichtigstes Sommeraccessoire auf Abwege begibt. Und wenn du das Haus doch mal ohne getönte Gläser verlassen möchtest, verwandelt sich die Kette im Handumdrehen in ein trendy Accessoire in Muscheloptik. Okay, ich sollte vielleicht mal meine Brille aufsetzen, wenn ich so kleingedruckte Texte lese. Ja, das ist manchmal so eine Sache für sich, ne? Ich bin normalerweise Brillenträgerin, aber ich lasse sie meistens am anderen Ende des Hauses oder an meinem Laptop liegen, wo ich meine Videos schneide. Das ist eine Kette, die du als Brillenkette verwenden kannst, aber auch, und jetzt kommt's, als Maskenkette. Hatten wir jetzt auch öfter schon mal in Boxen drin, habe ich mir auch schon mal bei DM, glaube ich, von Evelyn gekauft. Und die verwende ich auch. Und für solche Ketten bekomme ich immer sehr viel Komplimente, weil die Leute das sehr, sehr pfiffig finden. Zum einen kannst du hier unten diese Ösen verwenden, um sie halt einfach durch deine Brille durchzuschieben. Ne? Da machst du einfach die Brillenbügel durch und dann hast du einfach die Kette meistens so rum um den Hals hängen. Ne? Passt jetzt auch gerade mit meinem Goldschmuck sehr schön. Oh la la. Und andererseits hast du hier noch so, ups, ein bisschen Musik, Leute. Du hast hier ein bisschen Musik. Nein, diese Häkchen. Da kannst du natürlich dieses hier abmachen, das Gummivieh. Und das kannst du dann um deine Maske drum zu machen. Also quasi hier, ne? Und dann kannst du die Maske, das habe ich, wenn ich im Büro bin, einfach sehr gerne. Mittlerweile müssen wir im Büro Gott sei Dank keine Maske mehr tragen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es musste, habe ich es echt gut gebrauchen können. Und wenn ich jetzt so in der Stadt unterwegs bin, wenn ich einkaufen gehe, ich muss bei uns in der Stadt nicht zwangsläufig immer draußen in der Fußgängerzone eine Maske tragen. Das kommt immer ganz auf die Region an und so weiter. Sammy, schmecken die Füße? Schmeckt gut nach Käse, ne? Nom, 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 nom. Ja, schmeckt einfach gut. Okay, auf jeden Fall muss man dann halt nicht immer die Maske dann in die Tasche stopfen oder so, sondern kann sie dann einfach abnehmen und um den Hals hängen lassen. Ich finde das so geil und ich mache das auch so gerne. Oder wenn du dich in ein Lokal setzt, dann kannst du die Maske absetzen und dann musst du die nicht in die Tasche zurückkrümeln und so weiter, ne? So, also das ist auf jeden Fall eine Option, wie man diese Kette tragen kann, oder zwei Optionen, also Brille, Maske und dann haben wir hier ja noch so diesen kleinen Muschelanhänger mit da dran. Ich weiß nicht, ob man den, doch, den sieht man hier wohl, ne? Genau, das heißt, man könnte sich theoretisch auch diese Kette nehmen und sie als lange Kette um den Hals machen. Und dann hat man hier halt dieses Muschelvieh runterhängen. Finde ich auch total schön. Also das ist so eine richtig schöne, universell, flexibel, einsetzbare Kette. Und das finde ich klasse. Das ist gut überlegt. Und finde ich praktisch. Das gefällt mir. Kommt auf jeden Fall in meine Maskenkettensammlung, denn ich habe mittlerweile einige. Aber die hängen bei mir im Auto. Die sind überall bei mir auch im Haus verteilt, ne, dass ich immer darauf Zugriff habe, dass ich die halt auch nicht vergesse. Dann haben wir hier das nächste drin. Das fühlt sich gerade so schön an. Enlacé. Das ist auch ein Accessoire, wo Albertine mit dran gewirkt hat. Da ist die deutsche Seite. Ja, fest umarmt, ein Parero für alle Fälle. Dieser Parero ist die Sommeridylle, die deine Hüften umarmt und dir ein besonders beschützendes Gefühl gibt. Er kann über den Badeanzug oder Bikini gebunden werden und ist stets bereit, dir nach dem Baden beim Abtrocknen zu helfen. Ob das so ein dünnes Vieh kann, weiß ich nicht. The sun is a deadly laser. Ja, ja, ist es. Guck, warte. Die Sonne ist ein tödlicher Laser, ich sag euch das, Leute. Der neue Pareo aus recyceltem Polyester wird bei Bedarf auch deine zarten Schultern vor den schädlichen Strahlen schützen. Hätte ich mir mal den im Garten umgehangen, ne? Komm schon, jetzt muss es endlich sonnig werden. Leute, es ist schon sonnig. Es war schon richtig sonnig jetzt am Wochenende. Da kann man sich nicht beschweren. Geil, und da haben wir so ein schönes, so einen schönen Farbverlauf drauf. Fühlt sich richtig schön an. Was ist das denn? Habe ich eben vorgelesen, welches Material, ne? Das ist dieses recycelte, 100% recyceltes Polyester. Das ist so, wow, riesig, Leute. Wie rede ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kann man sich das Ding dann nehmen und so auch um die Schultern geben. Oh, passt jetzt auch gerade farblich ganz gut. Jetzt hat Sammy sich hinter meinen Stuhl gelegt. Herzlichen Glückwunsch. Nee, mag ich gerne leiden, ne?
Oh, das ist wirklich sinnvoll. Überleg mal. Wenn ich so leicht bekleidet durch die Gegend laufe, ne, und es vielleicht anfangs bewölkt war, dann läuft das Ganze noch. Oder wenn der Sonnenschutz halt noch wirklich aktiv ist. Aber nach einer gewissen Zeit müsste man theoretisch der Sonnenschutz nachlegen oder man war schwimmen, dann ist der Sonnenschutz natürlich futschigato weg oder sonst was. Keine Ahnung, ne? Oder man sitzt halt einfach ein bisschen zu lange in der Sonne. Wenn ich so ein Ding eben in der Handtasche drin habe, weil das ja so, ne, kannst ja richtig zusammenkrübbeln, dann kann ich mir das eben um die Schultern werfen und riskiere nicht, wieder so ein Krebsgedönsen auf dem Rücken zu kriegen. Also Krebs im wahrsten Sinne des Wortes. Man sagt ja nicht nur krebsrot, weil man krebsrot ist, sondern weil das ja auch tatsächlich super gefährlich ist und Hautkrebs verursachen kann. Ne? Ja, ich lache drüber. Eigentlich müsste ich drüber weinen, weil ich da auch sehr geschädigt bin, familiär. Aber gut, nein, alles gut, wir kriegen das hin. Ne? Eigentlich passe ich auf, aber da habe ich echt nicht nachgedacht. Also ich habe mich eingecremt, Lichtschutzfaktor 50 plus und so, aber ja, ich habe halt geschwitzt, ne? Und dann nach einer gewissen Zeit ist es halt weg. Finde ich aber klasse. Kommt jetzt auf jeden Fall mit bei mir in die Handtasche. Das kann man sich auch schön so um die Handtasche drum zuwickeln. Dann ist es halt auch nie weg, ne? Dann kannst du es dir einfach abwickeln, drum machen, fertig ist. Und dann hast du es auch noch als schönes Accessoire. Du kannst es als Schal verwenden, wenn es vielleicht mal zugig wird oder so. Geil. Also die beiden Accessoires waren auf jeden Fall eine sehr flexible Geschichte. Dann habe ich hier das nächste drin. Das sind von Dr. Susanne von Schmiedeberg, oh lala, Derma Cosmetics Hyaluron Gel Eye Pads Powerlift Extrakt. Das ist so ein Zweiervieh. Ja, ich sag's schon wieder. Ich mag's ja lieber, wenn du solche Dinge halt in so Pöttchen hast, ne? Da sind so 60 Stück drin, also 30 Anwendungen, ist nachhaltiger und so weiter und so fort. Wenn sowas aber in Boxen mit da drin ist, dann packe ich mir die in den Kühlschrank und bei der nächsten Gelegenheit verwende ich die einfach. Was weg ist, ist weg. Ist schon okay. Und die sind auch, also das ist ja eine super hochpreisige Marke. Ne? Freue ich mich drauf, finde ich cool. Und ich denke, ich packe mir die gleich direkt in den Kühlschrank, gehe dann duschen und danach kann ich die schon direkt verwenden. Doch, das finde ich nett. 10 bis 15 Minuten muss man die nur drauf lassen. Ich lasse die immer so lange drauf, bis die halt nur noch so nebelfeucht sind, sage ich mal. Also du solltest die nicht so lange drauf lassen, bis die trocken sind, weil dann zieht es fast schon wieder die Feuchtigkeit aus deinem Gesicht raus. Aber man kann es meistens noch ein bisschen länger drauf lassen. Nee, das finde ich cool und das passt auch wirklich jetzt zu dieser ganzen Sommerlichkeit, die wir halt haben, ne? Ach guck, hier wäre jetzt auch noch sogar zwei Flyer drin gewesen, die uns das Leben erklären. Das ist natürlich super. Hätte ich auch mal... Alter, da steht aber ganz schön viel drauf, ne? Okay, da steht so ein bisschen was erklärt über die Brillenkette, BookBeat. Jetzt kannst du sogar ganze 4 Wochen lang unverbindlich Probe hören. Hol dir 1 Monat lang den kostenlosen Premium-Account mit dem Code blablabla unter dem Link blablabla. Okay, also da kannst du BookBeat dann auch noch runterladen. Mit BookBeat kannst du unbegrenzt deinen liebsten Hörbüchern lauschen und wählst aus über 100.000 Titeln. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, dass wir uns das einfach bei uns auf die Alexa laden werden. Geht das? Weiß ich nicht. Weil dann haben wir 4 Wochen lang, dass wir die Hörbücher hören. Wir hören nämlich immer abends zum Einschlafen Hörbücher. Und weil das einfach auch so ein bisschen auch so Traumreisen und sowas. Dann kommt man ein bisschen runter. Das Gedankenkarussell kann mal ein bisschen die Fresse halten. Und das ist immer eine ganz gute Sache. Finde ich schön. Und hier steht noch ein bisschen was beschrieben über die Kooperation mit Albertine. Diese Box ist in Kooperation mit der Bademoten und Dessous-Marke Albertine entstanden. Ich dachte, es wäre eine Taschenmarke, aber gut. Die stilvolle Brand mit dem Hauch Rock'n'Roll und der Leidenschaft für Ozeane wurde von den beiden Schwestern Anemone und Caroline in Biarritz gegründet und bringt dir diesen Sommer eine doppelte Pouch oder Pouch mit der perfekten Ausrüstung für die schönsten Monate des Jahres. Dein entzückendes Lifestyle-Kit für den Strand, eine Surf-Session oder einfach einen faulen Tag im Park. Nimm nur das Nötigste mit, Sonnenbrille, Sonnencreme und den federleichten Pareo aus der Zusammenarbeit mit Albertine, der mit seinem Farbverlauf an einen Sonnenuntergang am Meer erinnert und alle Blicke auf sich zieht. Und das Beauty-Kit mit den kompletten kompletten Rescue-Programm für Sonnen- und salzgeküsste Haut und Haar. Mhm. Diesen Sommer laden wir dich ein, kopfüber in den Sommer einzutauchen, in vollen Zügen aufzutanken und an den Küsten dieser Welt hohe Wellen zu schlagen. Natürlich immer in Style. Albertine gibt dir eine kleine Starthilfe für den Badeanzugkauf, damit du am Strand zur Stilkönigin wirst. Achso, mit dem Code blablabla bekommst du 20 Euro Rabatt für jeden Einkauf ab 100 Euro. Ja gut, ne, das werde ich jetzt wahrscheinlich eher weniger mit einrechnen, weil
wenn man 100 Euro ausgeben muss, um einen Gutschein zu aktivieren, das werde ich nicht mit in den Wert mit einrechnen. Hört sich aber interessant an. Ich denke aber, den BookBeat, den Gutschein, den habe ich mit einberechnet. Ne? Das lege ich hier hin. Dann habe ich hier noch was. Kleiner Spoiler für den September gefällig. Ah, das muss ich auch noch sagen. Mit meinem Code oder mit dem Code Sommer10 kannst du nämlich jetzt gerade 10 Euro sparen. Weil normalerweise kann man 5 Euro auf die Boxen sparen mit den Codes, die wir Influencer immer so bekommen. Und dieses Mal kannst du 10 Euro sparen, weil das ist ja eine Doppelbox, ne? Finde ich ganz cool. Also wenn du diese Box bestellst, kannst du 10 Euro dafür daran sparen und zahlst dann nur noch 24,80 Euro müsste das sein. Das finde ich schon sehr fair, ne? Und ja, wenn du den Code halt nimmst und damit die Box abonnierst, dann verpasst du die nächste Box nicht. Und die nächste Box ist in Kooperation mit Estée Lauder. Zieht euch das mal rein. Krasse Marke. Aber gut, My Little Box kommt aus Frankreich. Die Estée Lauder-Menschen kommen aus Frankreich. Finde ich geil. Die Arbeit hat wieder begonnen und die Ferien sind schon in weite Ferne gerückt. Naja, das wird im September so sein. Also ich habe meinen Sommerurlaub schon hinter mir. Um die letzten Strahlen des Sommers einzufangen, lümmeln wir auf Dachterrassen rum und genießen spätsommerliche Sundowner. Freu dich auf ein ultrasoftes Trend-Accessoire, das mit dir die Süße des Lebens einfängt und neidische Blicke auf sich ziehen wird. Sehen wir uns nächsten Monat. Ja, das ist schon sehr himmlisch geschrieben, ne? So, wir packen jetzt aber hier weiter aus. Was soll das denn hier alle mit der Laberei? Dr. Barbour Neurosensitive Cellular Intensive Calming Cream. Das ist ja krass. 15 Milliliter sind hier enthalten. Also Barbour ist ja mal eine Marke, die ist ja schön pricey. Ne? Da freut man sich ja, wenn man sowas einfach mal so mittendrin hat. Ne? Nicht schlecht, es ist eine Creme, die halt dieses reduces tight feelings, reduziert enge Gefühl. Okay, heißt das echt das? Ich weiß es nicht. Einfach mal jetzt so frei übersetzt. In unangenehmer Juckreiz wird spürbar vermindert, Rötung sowie Irritation werden sichtbar reduziert. Die Haut erholt sich schneller und ihre Widerstandskraft wird gestärkt. Sie zeigt sich deutlich beruhigt und ausgeglichen, frei von Duft und synthetischen Farbstoffen. Das ist doch nett, ne? Jo, sag ich nicht nein zu. Das ist schön, Sammy. Ach guck, Monsieur hat seinen Platz wieder nach hinten verlagert. Mhm. Die My Little Box hat auch eine Eigenmarke und zwar nennt die sich My Little Beauty. Man bekommt die auch auf der My Little Box-Seite, auf der französischen Seite. Ich verlinke euch die Produkte unten in der Infobox, in den Timestamps ja auch immer. Und da schaue ich, ob ich das Produkt dann auch finden kann. Denn manche Sachen sind so in deren Standardsortiment. Das habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Mist Lover Lover. Milchiges After-Sun-Spray. Schöne Sache. 100 Milliliter sind hier enthalten. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich hier für meinen Nacken sehr gut verwenden kann. Da habe ich jetzt gerade eins von Ultrasun in Anwendung, was erstmal aufgebraucht werden darf. Und ja, danach kann man das sich auf jeden Fall mal geben. Finde ich toll. Und ich liebe es, was die hier hinten immer draufschreiben, Leute. Das müssen wir jetzt mal kurz reinziehen. Kokosnusswasser und Thierry-Blume. Feiner Sprühnebel ist die Rettung schlechthin, wenn du etwas zu lange in der Sonne gebrutzelt hast. Egal, ob du Lou, Jennifer oder sonst wie heißt, wenn deine Haut spannt, sprüh sie an. Ich lieb's. Dieser leichte, feuchtigkeitsspendende Nebel pflegt die überwärmte Haut mit Kokosnuss und verlangsamt die Zellalterung, während sich Thierry-Blüten um verloren gegangene Nährstoffe kümmern. Übrigens hinterlässt der feine Nebel einen derart herrlichen Sommerduft auf deiner Haut, dass du direkt Lust bekommst, den Refrain »Wer hat die Kokosnuss geklaut?« umzutexten. Was zur Hölle? Ja, das ist immer so ulkig. Ich mag diesen Humor einfach. Und das Gute bei My Little Beauty ist auch immer, dass da relativ natürliche Inhaltsstoffe und Geschichten mit bei sind. Denn hier hast du 99,2% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Das finde ich schön. 100 Milliliter. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch eins in Anwendung. Und da mache ich meistens immer erst eins leer, um das nächste dann erst dann aufzumachen. Apropos leer machen. Die erste Tasche ist leer. Und jetzt haben wir hier die zweite. Ich fände es cool, wenn wir da noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin hätten. Was meint ihr? Da bin ich aber auch ein kleiner Freak, das wisst ihr, ne? Also die, die mich länger schauen. Solltest du mich jetzt gerade erst entdeckt haben, moin. Ich hoffe, du hältst mich nicht für allzu verrückt. Falls du mehr von dieser Gedönsgeschichte haben möchtest, wäre hier unten einmal der Abo-Button. Klick da einfach mal gerne drauf. Und falls du einfach Bock hast, dann kannst du auch noch die Glocke aktivieren. Denn dann wirst du auch noch jeden Tag aktiv darauf hingewiesen, dass ich um 11 Uhr ein Video hochgeladen habe. Dann vergisst du es nämlich auch nicht, das anzuschauen. Ja, ich fände es cool.
Ne? Wir sind hier ganz entspannte Leute und wir haben Kekse und Kuchen und so. Hier hatten wir übrigens keine Innentasche drin. Bei dieser Tasche haben wir zwei Innentaschen mit dabei. Das finde ich sehr praktisch übrigens. Okay, dann nehme ich hier mal den Flyer raus. Wir sind ja gerade in Lesemodus. Schritt 2. Feuchtigkeitsboost für den Body. Verwöhne deine sonnenstrapazierte Haut mit dem My Little Beauty Körperspray. Leicht wie ein Nebelschleier sorgen Kokosnusswasser und Tiareeblüten. Hä? Quatsch, das ist, hier ist doch kein... Nö. Die haben sich vertan. Nö, ich habe hier gar keinen Sonnenschutz. Oder meine ich das hier damit? Aber das ist doch das After-Sunspray. Naja, egal. Leicht wie ein Nebelschleier, bla bla bla, das hatten wir ja alles schon, ne? Das haben wir uns ja schon durchgelesen. Achso, und Schritt 1 hat auch noch gegeben. Avant-Garde Cleansing with Fresh. Und Fresh ist eine Marke, die hatte ich letztes Mal in dem Adventskalender von Flaconi mit dabei. Also bereitet euch drauf vor, bald kommen Adventskalender wieder. Ich habe noch welche von letzten Jahr hier stehen, die werden auch noch ausgepackt. Ich hole hier erstmal was raus. Delacé, losgelöst. Feiner Sand, weiches Haar. Du kannst seinen feinen Zähnchen vertrauen. Er wird deine salzigen Strähnen zärtlich entwirren. Okay. Ich hatte schon Angst, was ist hier drin? Sein natürliches Material aus Bambusholz, FSC zertifiziert, respektiert die Tiefen deines Ozeanhaars. Aloha, feiner Sandstrand, fein gekämmtes, weiches Sommerhaar und sonnengeküsste Haut. Okay. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ich würde einen Kampf vermuten, wenn die irgendwas hier mit Mähne entwirren und so weiter erzählen. Ja. Okay, ja, das ist aber ehrlich gesagt nichts für mich, ne? Also das ist ein Kamm. Das ist vielleicht was für meine Schwägerin. Ich glaube, die wird sich drüber freuen. Das denke ich ihr. Die sehe ich morgen, wenn ihr das Video seht, heute quasi. Weil wir da auf dem Geburtstag von meinem Schwiegerpapa in Spee sind. Weil, finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, weil wir sind da einfach. Und die hat Locken. Und ich glaube, die freut sich darüber. Ich frage sie mal, ne, ob sie da Bock drauf hat. Das wäre mal eine gute Geschichte, weil ich habe einfach glattes Haar, Leute. Ne? Also ich habe meine Wet Brush oder so heißt das. Ja, die habe ich mal von Zara bekommen, Zara Moser. Und ja, das gefällt mir. Damit kann ich sehr gut um, reißt mir keine Haare aus und so. Aber damit, das wäre nichts für mich, weil das ist zu grob. Ne? Das macht bei meinen Haaren keinen Sinn. So, eine Maske darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist die Afterwork 2-in-1 Reinigung und Maske. Supersoft Peeling, das ist schön mit Bio-Aloe Vera und Reis. Und Hydro-Boost-Gel-Maske mit Bio-Granat, Apfelkernöl und Hyaluron für normale und trockene Haut. Ich habe trockene Haut. Und das ist von der Marke I+M. Das gefällt mir, das kann man gut gebrauchen. Das passt dann auch tatsächlich zu den Augenpatches. Schöne Pflege, Mann. Ne? Ach, der ist schon weggepennt. Das ist ja super. Okay. Hier haben wir noch ein Accessoire drin, weil natürlich alles mal zwei. Pflege mal zwei, Accessoires mal zwei. Das ist Coquillage et Crustagés. Mhm. Das hier. Eponge Cognac Naturel. Ach, ein Cognac-Schwämmchen. Das ist alles auf Französisch. Und das Deutsche steht hier viel zu klein, Leute. Reinigung und Pflege, natürlicher Cognac-Schwamm, keine Luftnummer. Seit wir den Cognac-Schwamm entdeckt haben, ergreifen wir jede Gelegenheit, um das Thema auf diesen 100% natürlichen und biologisch abbaubaren Meeresschwamm zurückzubringen. Viel weicher als die Gischt auf deinem Gesicht, quillt er bei Wasserkontakt auf, wobei er sowohl als zarter Peeling-Schwamm als auch als Pflege fungiert. Lass ihn deine salzwasserstrapazierte Haut mit seinen feuchtigkeitsspendenden und auch talgregulierenden Teeextrakten aus grünem Tee verwöhnen. Cool, oder? Dein My Little Box Cognac-Schwamm kann täglich verwendet werden, bla bla bla. Bis zu 3 Monate kannst du den verwenden und dann solltest du den irgendwann entsorgen, weil das ist ein totales Naturprodukt. Weil ein Cognac-Schwamm kommt vom Cognac-Baum, aus der Cognac-Wurzel und irgendwann sind Naturprodukte halt auch hinüber, ne? Ist ja klar. Jo, ist in Muschelform. Finde ich wunderschön. Ich mag Cognac-Schwämme sehr gerne. Ich hatte letztens in einer Box ein Cognac-Tuch drin. Das war nicht meine Welt. Weil die hier, die kannst du auch richtig anpacken und damit dann übers Gesicht gehen. Sehr, sehr angenehm. Gerade morgens kann man das echt schön verwenden. Dann hast du nämlich nicht die Geschichte, dass du noch ein extra Reinigungsprodukt oder so aufgeben musst. Einfach mit dem Schwamm drüber und fertig ist die Laube. Finde ich schön. Und ja, das ist schön. Und theoretisch kannst du es dann nachher im Biomüll entsorgen. Hier war hinten dran auch noch so ein Hakenvieh, dass man es halt aufhängen kann, weil zum Trocknen hängst du es auf und wenn du es dann verwendest, einfach kurz in warmem Wasser aufweichen, dann wird das Ding, ist erst hart, ne, wird dann schön weich und dann kannst du schön verwenden. Finde ich toll. So,
Jetzt haben wir auch noch was von Fresh hier mit drin, haben sie gesagt. Soy Face Cleanser. Okay, da muss man aufpassen, weil es mit Soja ist. Nicht alle vertragen Soja. Für alle Hauttypen, mit Aminosäuren, für Gesicht und Augen. 20 Milliliter sind hier enthalten und hier haben wir das wundervolle Produkt. Und damit kann man sich das Gesicht reinigen. Klar, wenn man jetzt eine intensivere Reinigung haben möchte, zum Beispiel nachdem man abends sich, also wenn man sich abschminkt und so, haben wir uns jetzt ja alle, hoffentlich, morgens schön so einen fetten Gesichtslichtschutzfaktor aufgegeben. Den sollte man schon abends gut runterwaschen. Und das kriegst du ganz gut hin mit so einem Produkt in Kombination mit so einem Schwamm. Du kannst es natürlich auch einfach direkt auf die Hände geben oder so, ne? So, und hier steht auch tatsächlich, dass man das auch in Kombination verwenden kann, läuft. Ab einem Einkaufswert von 30 Euro bei Fresh auf Sephora.de kannst du mit dem Code RAMPAMPAM, nein, das ist ein anderer Code, 2 Fresh Deluxe Produkte im Wert von 20 Euro on top ergattern. Das heißt, da kriegst du nochmal ein bisschen was on top. Das finde ich cool. Also quasi für 30 Euro was kaufen und Produkte im Wert von 20 Euro nochmal dazu bekommen. Gilt bis zum 31.08. Schaut einfach mal bei Sephora vorbei. Das finde ich schön. Ne? Sehr, sehr charmant. Okay. Dann habe ich hier noch, last but not least, 2 Produkte drin. Und das fehlte natürlich. Mir fehlt aber immer noch die dekorative Kosmetik. Die ist dann leider jetzt dieses Mal nicht enthalten. Aber hier haben wir was für die Haare mit dabei. Und zwar von Eco Therapy Revive. Einmal Shampoo, einmal Conditioner, 100 Milliliter. So schauen die aus. Sehen ganz gut aus, ne? Also die kann man schön in Kombi verwenden. Das finde ich schon mal sympathisch. 100% vegan und certified organic. 100% ocean waste plastic. Okay. Und Sulfat- und Silikonfrei. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Conditioner und ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Ja, cruelty-free und vegan und all den Rampampam. Maria Nila scheint die Marke zu sein. Riechen wir mal dran. Kann nicht schaden, ne? Hoch. Und es so, ja, ich komme mal raus. Nein, nicht rauskommen. Oh, why? Stand voll unter Druck. Ist dann doch etwas warm hier. Das riecht noch einfach nicht viel. Das riecht einfach nach Friseurprodukt, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Frisch gewaschene Wäscheduft. Ja, aber wohin damit? Ich habe hier noch die Verpackung von meinem Tuch. Wie heißt das? Nicht Tuch. Pareo, genau. Genau. So, jetzt haben wir hier einmal den kompletten Inhalt von der Box. Wer hätte sich auch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik gewünscht? Ja, ne? Aber trotzdem, wir sind gut gepflegt, wir sind schön für den Sommer vorbereitet, wir sind gut ausgestattet mit coolen Tools und coolen Produkten, also das finde ich der Hammer, gefällt mir richtig gut. Das ist halt auch die Sache, die My Little Box so ein bisschen besonders macht, ne? Sie ist so ein bisschen liebevoll gestaltet, sehr liebevoll gestaltet. Sie hat diesen französischen Flair mit dabei, so ein bisschen Mode in dem Sinne, wie es halt auch funktioniert für jedermann. Weil das halt nicht jetzt irgendwie, du kannst ja nicht ein T-Shirt in der Größe L reinpacken, weil das passt halt auch nicht eben, ne? Also von daher, nö, also gut überlegt, gut bestückt und doch. Hab jetzt so kein ultimativ krasses Kracherprodukt mit drin. Der Pareo vielleicht, der ist schon mein persönliches Highlight. Aber nichts, wo man jetzt irgendwie so einen exorbitant heftigen Wert hat. Das hat man aber eher selten mit dabei. Ne? Ich bin gespannt, was es dann im September geben wird. Da müssen wir jetzt ja auch lang genug drauf warten, was die mit Estée Lauder zusammen rausbringen werden. Aber die Box ist auf jeden Fall hier schon mal empfehlenswert. Wie gesagt, wenn ihr die abonnieren möchtet, unten in der Infobox ist alles verlinkt. Da kommt ihr dann ganz schnell auf die Homepage drauf. Sommer 10 gibt 10 Euro Rabatt. Und es gibt in diesem Video auch diese Box zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!